damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Top Nie Wieder. Wir haben uns die schlimmsten Kritiken zu uns und unseren heutigen Gästen herausgesucht und werden uns die gegenseitig vorlesen und auf den Wahrheitsgehalt prüfen. Und ich habe schon gesagt, wir haben heute Gäste und diese sind noch hinter unserer Wand im VIP-Bereich. Genau. Und die holen wir jetzt rein mit einem riesengroßen Applaus. Macht einen riesengroßen Applaus für die Jungs von 01099! Wir machen die Jacke zu. Und der Ding wird so an. Das sind wir. Und geht weiter. Wer euch nicht kennt, ihr habt tolle Hits. Zum Beispiel Durstlöscher. Das kennt man natürlich in der Szene. Jacke zu, dies und das. Und das Wort frisch. Und glücklich mit Crow. Durstlöscher und läuft grad auf mich zu. In dem beigen Crop-Top und der Hose über den Schuh. Ich mach die Jacke zu und hör die Nachricht nochmal an. Draußen wird es frisch und ich dreh mir noch zwei. Die Boxen sind zu laut und sie holen wieder Polizei. Ich bin glücklich und denke grad an dich. Die Welt ist ruhig und das Gras wird grüner. Weiße Wolken tönt sich über mir drüber. Hallo, wir sind zwei von drei von 01099. Wir haben angefangen Mucke zu machen und irgendwie sind wir jetzt hier. Sauber. Wir haben uns ein ganz tolles Spiel heute ausgedacht. Genau, Top Nie Top Wieder. Nie Wieder. Wir haben das Internet durchforstet, wir waren in Foren, unter Videos, überall und haben Kritik zu euch und uns herausgesucht. Ja. Und wir lesen uns die jetzt gegenseitig vor. Das heißt, das ihr lest unsere Kritiken vor, über uns, wir über euch. Her damit, her damit. Immer einer pro Runde, also es sind verschiedene Zettelchen drin und ihr fangt jetzt einfach mal an, den ersten Zettel uns zu präsentieren. Okay. Und bevor ihr vorlest, liebe Freunde, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und schreibt doch jetzt schon mal nette Worte in diese Kommentarleiste. Also wirklich, haut da richtig viel Liebe rein, weil das braucht die Welt gerade. K, ich würde ihn Coke nennen. Coke, ja. Coke. Coke. Sauber. Wäre diese Wohnzimmershow ein Song, sie wäre ein Robin Schulz Remix. ist das ein Kompliment? On point, muss ich gestehen. Ist on point. Es ist, was ist ein Robin Schulz Remix? Die sind ganz oft im Radio. Oft, in Heavy Rotation. Ja. Und jeder liebt sie. Ja. Ja. Ich meine, es gibt schlimmere Kritiken, oder? Also, sagen. Kommen wir direkt zu einer eurer Kritik. Okay, jetzt geht's los. Sie ist sogar schlimmer. Ich hab so Bock. Sir Mulanski. Unerträglich wacke Musik für Leute, die gerne in Shisha-Bars gehen, sich aber insgeheim wünschen, Lehramt zu studieren. Ich würde eher sagen, andersrum. Leute, die Lehramt studieren, sich aber wünschen, in Shisha-Bars zu gehen. Ja, eher so rum, ja. Wart ihr schon mal in Shisha-Bars? Ich hab so Bock. Ja, was ist eure Lieblingssorte? Doppelapfel? Doppelapfel. Ja. Ganz klassisch. Schmeckt nach Apfel, ne? Aber wir haben gerade Lehramt gehört. Was habt ihr denn für einen beruflichen Background? Habt ihr irgendwas gelernt, studiert vor der Musikkarriere? Wir haben ganz konzentriert Abitur gemacht. Stark auch, hab ich auch gemacht. Und dann wurde ihr Fame. Du wolltest Musik studieren. Ich wollte Musik studieren. Ich habe 2 Wochen studiert. Sauber. Dann fiel mir auf, irgendwie geht das zeitlich nicht beides. Und dann musste ich den Platz wieder abgeben. Was sagt ihr zu dem Kommentar? Könnt ihr es unterstreichen? Oder sagt ihr ja, soll ich ins Knie f***? Ja, klar. Gut. Direkt den nächsten vor uns, bitte. Okay. Okay, Juxbein schreibt, nicht mehr als 2 wichtelgroße Wichsfressen, deren Eltern sich wahrscheinlich im Teletext-Chat lieben gelernt haben. Aber nicht gegen Teletext-Chat. Da gibt es nämlich bis heute im RTL-Text eine Gruppe, wo Leute, die Michael Jackson vermissen, immer noch reinschreiben. Was ist denn Teletext-Chat? Also du kennst doch, kennt ihr noch den Teletext? Nee. Kennt ihr gar nicht? Nee. Stopp, man muss dazu sagen, ich glaube, niemand von uns hatte einen Fernseher früher. Ja, wir hatten keinen Fernseher. Früher war das Ding, einen Fernseher zu haben. Gibt's da auch Schmuddel? Ja, da gibt's Schmuddel. Ja, und das Ding, ich war damals noch nicht so sexuell abgegriffen wie heute. Und da, wenn da so eine gelbe Pixelfigur war und das aus dem Busen darstellen, und da das war das für mich das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Aber ich fühl's. Also, boah, das war richtig. Jetzt habe ich Lust, das auszuprobieren. Dann machen wir heute einen schönen Abend in Köln noch mit Teletext. Ja, im Hotel. Ja, kannst du einen Teletext? Ja. So muss das sein. Sagrotan. Feiere ich null. Können sich f***en. Aber ich hatte eine Zeit lang Durstlöscher auf meiner Songs, die ich laut abspielen kann, damit mein Date mich auf der Toilette nicht furzen hört, Playlist. Ey, ist ein Kompliment, oder? Boah, das ist auch geil. Also, hätte ich 2 Hände, würde ich klatschen. Ich, finde aber bei euch richtig spannend, eure Entwicklung zu sehen, weil bis vor 4, 5 Jahren war das wirklich noch im Vergleich zu heute sehr crappy. Und ihr habt euch voll hochgearbeitet und macht richtig coole Musik jetzt. Was war das Geheimrezept? Habt ihr irgendwann verstanden, wie man das richtig gut machen kann? Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, am Anfang haben wir mehr Parodien gemacht.
Ich seh euch in der Bahn wieder mal Handy zocken. Tragt wieder eure weißen Trendy-Socken. Doch ich muss ständig eine Mandy blocken. Denn kann ich alle dieser Candys poppen. Dieser Candys poppen. Wir haben halt so aus Joke halt recorded, ne? Und irgendwie war das halt mehr so ein Schutzmechanismus, damit halt unsere Freunde nicht sagen, was ist denn hier komisch? Ja, genau. Muss man sagen, also weil die Ängsten sind meistens die schärfsten Kritiker. Das stimmt wohl. Moneyboy war große Inspiration. Genau. Ja. Wir haben am Anfang wirklich so Covers aufgenommen und dann so Musikvideos gedreht, weißt du, so, was weiß ich, College-Songs und sowas, ne? Dann haben wir halt relativ früh angefangen, so Releases zu planen, halt wie die Großen. Ja, obwohl wir hatten ein Following von vielleicht 40 Leuten hatten. Also das war schon haben groß, oder nicht haben. So Trailer schneiden. Hatten wir so Trailer. So, Leute, wer will den Snippets, Trailer? Weißt du, das ist schon ein Gewinnspiel. Weißt du, so 10 Likes auf Insta und man konnte schon was gewinnen. Ja, genau. Ihr kriegt einen Kasten Bier. Trotzdem finde ich es cool, dass ihr auch noch total viel alleine macht. Ihr sagt auch selber, ihr möchtet alles alleine machen. Klar. Also auch Schnitt und Design und was weiß ich. Ja, genau. Wer ist da, wer macht am meisten Arbeit? Ja. Also Gustav kann halt gut Videos schneiden, muss man einfach sagen. Und das mittlerweile würde ich sagen, weil wir einfach viel, viel zu tun haben, guckt er vor allem drüber und gibt halt so Tipps, ne, weil er es einfach gut formulieren kann. Weil ich produziere noch relativ viel, Zachi macht die Steuer. Es klingt jetzt räudig, aber es ist ein riesen... Den coolsten Job da. Den coolsten Job hat Zachi. Aber hast du da Bock drauf oder wurde dir die Aufgabe gegeben, dass du es machen musst? Also ich habe so Bock. Ich habe es eher genommen, weil ich Sorge davor hatte, dass wir sonst in den Ruinen gehen. So ist bei mir auch. Genau so ist bei mir auch. Wer macht bei euch die Steuer? Ich. Ja. Ablage und sowas. Ja, ich habe mittlerweile alles digital. Quittung. Ich habe so gesagt, Leute, ich mach das mal, weil sonst... Ja. Er so, na gut. Na gut. Machen wir weiter. Okay, machen wir weiter. Greif in die Wundertüte. Wie ran? Ja. Kontext mit 3x. Dennis und Benny Wolters sind der fleischgewordene Beweis dafür, wie viel Wert das öffentlich-rechtliche Jugendangebot auf gelebte Inklusion legt. Chapeau. Der größte Trigger ist ja, dass die Wolters schreiben. Ja. Wolters. Wer ist der Inklusionsfall? Wir sind beide Inklusionsfälle. Kommt auf die Tagesform an. Wir haben ja zum Glück keine Behinderung. Ja. Deswegen würde ich sagen, ist das gar nicht. Keine ersichtliche. Nein. Man kann es ja teilweise nicht wissen. Vielleicht ein Wirbelsäulenfortsatz, der ist vielleicht eine Behinderung, aber ansonsten... Der Schwanz ist hinten länger als vorne, das ist ja nicht Foto. Worldwide Wohnzimmer, abonnieren. Claude Oliver Kudorf. Wem Tim Benskos Werke zu unangepasst sind, der wird 01099 lieben. Was sagt ihr dazu? Chapeau. Gibt es denn Feature-Pläne von euch, die vielleicht irgendwann... In Richtung Tim Bensko? Ja. Wir haben dich lieb. Aber wir haben gerade viel zu tun. Ja, wir machen ja auch keine sexistischen Texte. Was genau, wollt ihr so nicht machen? Das ist ein Grundprinzip von uns, muss man also ohne jetzt zu preachen oder so. Mhm. Aber wir haben irgendwann haben wir uns halt vorgenommen, das einfach zu lassen. Und vielleicht scheint es dir dadurch etwas glatt. So dann gerne nächste. Genau. Und so ihr seid dran. Ja. Kannst du mir eine rausholen? Warte, ich halte dir wieder. Also Buttermann schreibt: Wenn dieser Benny noch einmal einen Scheiß-Promi aus den 2000ern parodiert, dann fahre ich auf eigene Kosten in dieses Studio und nagel dem seine Zunge an seine Diabetes-Spritzen-Einstichstelle. Alter, lass den Scheiß. Over. Lass den Scheiß. Aber kannst du mal einen parodieren, bitte? Ich würde das gerne sehen. Vielleicht kommt er gleich reingerannt. Ja, das ist. Was ist ein Promi aus den 2000ern? Ja, jeden, den du machst, ist voll alt. Ich kann dich da wohl, aber das ist ja nicht 2000er. Der ist voll, weil der ist der gelebt 2000er. Ja, los geht's. Los geht's. Ich mache mit euch Platten, ne? Ich euch Platinplatten mache ich. Oder mit so. Petro mache ich bald eine Sendung. Es wird so geil. Und ihr seid auch so richtig geil. Hammer mich, euer Dieter. Tschüss. Ja, okay, Applaus. Können Sie sehr gut, mein Freund. Können Sie sehr gut. Worldwide Wohnzimmer, abonnieren. Paula 111. Der perfekte Soundtrack für sommerliche Ausflüge an den verdreckten Stadtstrand. Wenn man hinterm Brennnesselstrauch die Freundin des besten Freundes wegmacht. Aber habt ihr das schon mal gemacht? Gemischte Vibes. Die Freundin des besten Freundes wegmachen? Mhm. Ehre. Nein. Nee, das gehört sich nicht. Ja, aha. Das gehört nein, sich nicht. Nein, nein. Macht man nicht. Ich, Ihr seid ja alles Kumpels, ne? Wie ist denn das? Wie ist das einfach für euch, Business und die Freundschaft gemeinsam zu leben oder trennt ihr das? Ja, na, also man hängt halt super viel aufeinander, aber auch hauptsächlich aus Businessgründen, sage ich mal. Und dann redet man auch sehr viele über sehr viele so Entscheidungen, die man treffen muss in so Meetings und das ist halt mega anstrengend. Und da kriegt man sich natürlich eher mal in die Haare. Und wenn man dann sagt, oh ja, jetzt habe ich mal wieder freie Zeit, dann sagt man nicht, oh ja, ich habe ja schon 3 Stunden mit dir jetzt im Meeting gechillt, lass mal treffen. Ja, glaube ich. Aber da muss man so einfach gucken, dass man da so eine gute Balance findet. Aber das kriegen wir gut hin. Also absolut. Nächsten. Ihr. Jawohl. Jetzt geht's los, Alter. Hoffentlich noch mal so was Knackiges wie von Buttermann. Das scheint lang zu sein. Jens Molton.
Guck mal, wie die beiden Moderatoren sich angucken. Ich glaube, der eine mit dem Spitzbart will mit dem anderen dringend ganz viel Schubidubi machen, wenn die Show vorbei ist. Wer ist denn der eine mit dem Spitzbart? Der eine mit dem Spitzbart. Ja. Schubi, Schubidubi. Was ist denn Schubidubi? Ist das Geschlechtsverkehr? Ich denke, Schnacksel, ja. Die wissen nicht, dass wir verwandt sind. Ist das bekannt? Seid ihr in festen Händen oder seid ihr open-minded zu allem? Und sagt, ey, was mir auf Tour vor die Flinte kommt, das mache ich weg. Oder geht den Typen in Spitzbart, das ist ein Scheißdreck. Tatsächlich sind wir da ziemlich lame, muss ich sagen. Ja. Also wir sind größtenteils in festen Händen, ja. Okay, wenn dann nur Dreier oder Achter. Ja, genau. Nee, ja, so ab mal gemeinsam über sich herfallen, mal sich ineinander verschmelzen. Ich hab so Bock. Huba Buba. Vollkommen egale Musik von egalen Jugendlichen auf der Suche nach dem Sinn ihres völlig egalen Daseins. Würde ihre Mäuler gerne gepflegt veraschenbechern. Hey, aber ich mache mir mega Sorgen um den. Aber also... Veraschenbechern? Sind das echte Dinge? Ja, natürlich. Habt ihr das geschrieben? Nein, das sind sie gar nicht in der Lage zu. Ist ja mega. Veraschenbechern. Nee, also, aber ich finde, bei dem ersten Teil hat er recht. So. Also, egal im Musik. Bist du so sad? Nein, aber ich finde das gar nicht so sad, weil im Endeffekt macht ja jeder so sein Ding. Und wenn jemand Bock hat, da zu bleiben, kann er da bleiben. Aber wenn es ihm egal ist, dann sind wir ja für ihn egal. Und dann ist auch alles fein. Richtig. Aber ich würde mir nicht in den Mund aschen lassen. Nee, deswegen nicht von ihm. Von Benny vielleicht. Deswegen habe ich ja gesagt, der erste Teil, mit dem bin ich sehr fein. So. Also, seid ihr ready? Ja. Rio Ruiru schreibt, seit dem Interview mit Karl Lauterbach ist die Sendung für mich gestorben, weil das gezeigt hat, dass da jeder alles sagen darf und das finde ich nicht gut. War Karl Lauterbach da? Der ist war schon zweimal da. Zweimal. Der Höchstphase seiner Prominenz, na klar. Okay, mein Respekt ist gerade um 10% gestiegen. Dass das noch möglich ist, es wundert mich, aber vielen Dank dafür. Golden Shower schreibt. Oh Leute, was habt ihr denn für Leute ausgegraben? Aber die O's sind Nullen und die E's sind drei. Dreis. Sind Dreis? Dreien. Da rülpsen drei Ossi-Ottos mittleren Aussehens ihre Tagebucheinträge in ein 35-Euro-Mikrofon. Und das soll die neue Deutschrap-Revolution sein? Ich war mit 16 mal auf Cala Ratjada und hab ins Meer geschissen. Das war gehaltvoller. Also allein für diesen Text muss ich ihn eigentlich küssen. Ja. Hast du nicht auch mal ins Meer geschissen? Ja. Aber er hat schon echt auf jeden Fall einen Punkt, ne? Digga, so haben wir angefangen. Wir haben unsere Tagebucheinträge in 35-Euro-Mike gebracht. Ja, wir haben auch unser Album. Das ist ein Insider. Wir haben unser Album genau gemischt. Das ist ein Insider. Warte mal, das ist Gustav. Du bist der Blauer. Das war top. Nie wieder. Riesenapplaus für die Jungs. Vielen Dank. Von 01099. Ey, bleibt cool. Wir haben noch eine Folge Erkennst du den Song mit euch gedreht. Das Video kommt auch ganz bald. Ich will nicht zu viel verraten. Es war eine Tag-Team-Ausgabe. Ich hab so Bock. Wir gehen zur digitalen Endcard über. Oben gibt's, wie ist das, Rich Kid zu sein? Genau, da hab ich mal selbst abgegeben. Da hat Leroy will's wissen, Benny interviewt. Und unten gibt's Top nie wieder mit Felix Lobrecht. Folge Nummer 1. Felix Lobrecht. Daumen nach oben. Auf Worldwide Wiedersehen und verdammt doch mal für uns. Farewell. Ciao.